Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die beiden Marionneau-Adventskalender. Das ist einmal der reguläre bis zum 24. Dezember und dann haben wir nochmal einen, der geht weiter, ich glaube, bis zum 31. Und ich hoffe, dass wir damit ein Fullface zusammenkriegen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, zeitgleich mit meinem Video geht auch das von der wundervollen Nicole vom Kanal Chiquitas Plays online und ja, genau, schaut gerne bei ihr vorbei für eine zweite Meinung. Ich glaube, Marionneau ist wie so ein bisschen der französische Douglas oder so, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube schon, ne? Ja, und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonnier doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Wir starten die wilde Reise natürlich hier gleich am 1. Dezember und da fängt es mit diesem hier an. Nicht verwirren lassen, Leute, ne? Ich bin verwirrt genug. 44,99 € soll der wohl kosten und ja, der sieht sehr hübsch aus. Sehr, sehr hübsch. Les Halles de Noël, also die Hallen von Weihnachten, dürfen wir hier gleich einmal öffnen und ich glaube, das ist ein Kläppchen-Adventskalender. Oder? Die Frage ist, wie lässt er sich überhaupt öffnen? Der ist noch verklebt. Boah, das sieht echt schön aus. Wie so ein wunderschöner, goldroter Weihnachtsmarkt. Ihr habt da leider nicht so viel von, weil der lässt sich nicht gut platzieren auf Erwin. Das heißt, ich lege den einfach vor mich hin und dann schauen wir mal zusammen rein. Auch preislich, ne? Liegt der ja im Rahmen genauso wie Douglas auch oder wie Sephora zum Beispiel. So, man muss schon sehr suchen, dass man dann auch wirklich alle Kläppchen findet, weil das reflektiert so krass. Hier haben wir zuallererst etwas drin enthalten, was ein Highlighter sein dürfte. Illuminateur Gel Highlighter. Oh, ja, Marionneau de Lafayette. Okay, aus Paris. Hier steht jetzt nicht drauf, wie viel Gramm hier drin enthalten sind. Ich sehe auf jeden Fall farbtechnisch, wird es mir zu dunkel sein. Denn das geht halt schon in die Champagner-Richtung, aber eher in die goldige Richtung. Schade. 4,7 Gramm übrigens. Aber mal gucken, ob wir ein Fullface zusammenkriegen, vor allem, wenn wir beide zusammen haben. Am 2. Dezember gibt es ein Lippenöl. Sehr, sehr schön. 4,6 Milliliter sind hier drin enthalten und das ist so ein richtig schönes Kirschrot. Das finde ich sehr ansprechend. Ich mag Lippenöle, ne? Das ist so ein Zwischending zwischen Lipgloss und Lippenpflege. Meistens haben die halt keine wirkliche Färbung oder so. Also du siehst es auf den Lippen halt nicht wirklich, aber es riecht dann meistens so ein bisschen süßlich. Der 3. Dezember hält uns, glaube ich, einen Lidschattenstift bereit. Ein Eyeshadow-Stick, genau, mit 0,9 Gramm. Das ist so ein etwas dunklerer, aschiger, ja, Schimmerton, ne? So ein bisschen dunkel Champagner, aber auch sehr, sehr hübsch. Ich weiß jetzt nicht, wie der so auch auf meinem Lid halten wird, aber er sieht wunderschön aus. Also den kann ich mir auch gut vorstellen, so als Mono und dann vielleicht in Kombination mit einem Highlighter, dass man den Highlighter in den Innenwinkel und so auf das innere Drittel drauf macht, ne? Schön. Hier haben wir die Nummer 4. Also ich finde ihn bislang sehr, sehr interessant und ich finde ihn schon ähnlich wie den Douglas, aber irgendwie macht er einen hochwertigeren Eindruck. Ich weiß nicht warum. Ob das an der Optik liegt, weiß ich nicht. Hier haben wir ein Duschgel drin enthalten mit dem Reden. Ja, doch, das kriege ich hin. 30 Milliliter von einem Baumwollblütenduft. Liegt dann in der Luft. So, Baumwollblütenduft finde ich per se ganz schön, kann einem aber auch schnell Kopfschmerzen bereiten. Rieche ich hier aber nichts durch, weil es noch versiegelt ist. Das macht ja auch durchaus Sinn. Das finde ich richtig cool. Am 5. Dezember, ein Tag vor Nikolaus, haben wir ein so universelles Produkt drin enthalten, wonach ich immer rufe. Das ist nämlich ein Puder, ein Mattifying Face Powder. Genau, so schaut es aus. Es ist ein loses Puder, was auch immer sehr, sehr nice ist. Ich weiß natürlich nicht, wie fein das ist oder so, ne? Ich gucke mal hinten drauf, wie viel Gramm wir hier drin enthalten haben sollen. 2,6 Gramm. Ja, das ist jetzt echt nicht die Menge überhaupt, aber ich finde es schön. Ich sage immer, sowas kann auch jeder universell verwenden, ganz egal welcher Hautton man so ist, ne? Und deswegen macht sowas genauso viel Sinn wie ein Primer, ein durchsichtiges Augenbrauengel, sowas halt. Und der Nikolaus haben wir das entsprechende Tool dazu mit drin enthalten. Das ist so ein Puffelding, damit kann man halt, oder ein Powderpuff, da kann man hier so seine Finger durchstecken und dann kann man mit der Spitze das aufnehmen, in die Handinnenfläche einarbeiten, um die Augen drum herum geben oder halt komplett mit der großen Fläche arbeiten. Ne? Das ist schön. Und das ist auch so aufeinander, ne, folgt. Das ist auch sehr passend. Am 7. Dezember werden unsere Lippen gepflegt und zwar mit dem Lip Balm mit Shea Butter. 8 Gramm haben wir hier drin enthalten. Lippenpflege ist super, super wichtig und generell eine Gesichtspflege, eine Hautpflege ist immer die Basis von dem ganzen Make-up. Also wenn meine Haut nicht gut gepflegt ist, wenn ich nicht halt regelmäßig Peelings mache und so weiter, dann hält ja auch die Base nicht so gut. Deswegen nochmal der Hinweis, ihr könnt aktuell mit super Claudi bei Dalton 20% sparen. Schaut da super gerne mal vorbei. Großartige Hautpflege. Und ja,
Hier haben wir auf jeden Fall einen Lippenbalsam drin. Finde ich gut. Die Nummer 8 aufmachen, dass es kracht. Und das macht sie auch mit 5,7 Milliliter von einem Eyebrow Fixing Gel. Und also von einem Augenbrauen Fixierungsgel. Und das ist halt genau das, was ich sagte. Es ist ein klares Augenbrauen Gel. Und dementsprechend kann das jeder verwenden. Es ist da relativ pelle. Welche Haarfarbe hast du? Ne? Es ist transparent. Das ist für jeden geeignet. Jetzt muss es nur gut sein. In der Nummer 9 dürfen wir uns über Body Exfoliating Cube freuen. Achso, auch hier wieder der Baumwollblütenduft, ne? Hier sind 15 Gramm drin enthalten. Also das ist ein festes Stück, also so ein Bar halt, ne? Und damit kann man sich dann peelen. Das ist interessant. Farbgebunden, aber trotzdem schön, darf es in der Nummer 10 weitergehen, denn hier haben wir einen Blush drin enthalten. Guckt euch den mal an, wie hübsch der ist. Doch, da haben wir so, ja, so Schneeflocken eingeprägt, ne? Das finde ich hübsch, beziehungsweise ja doch eingeprägt, es liegt halt quasi auf. Ist eine schöne Farbe. Ich finde die auch relativ universell. Ich kann die mir an mir vorstellen. Ich kann die mir aber auch vorstellen an dunkleren Hauttypen. Gucken wir mal, wie viel Gramm hier so drin sind. Das ist wirklich nicht schön, dass es nicht draufsteht. 3,1 Gramm. Auch sehr interessante Grammangaben, ne? Der 11. Dezember war riesig und hat auch die ganze Zeit schon mich so angelächelt. Hier haben wir ein riesiges Reinigungspad drin. Das kannst du fürs Gesicht gut verwenden, ist auch so ein bisschen hubbelig von der Oberfläche her, kannst du aber bestimmt auch irgendwie am Körper anwenden. Da drin ist so ein Schwamm und ich finde sowas großartig. Finde ich wirklich toll, also dass es halt auch so riesig ist, finde ich klasse, dass es nicht so ein kleines Ding ist, ne? Kannst dich ja auch wohl irgendwie bis zu 60 Grad waschen, läuft. Oh, die erste Halbzeit vor allem, die Halbzeit, der 12. Dezember, enthält 1,2 Gramm von einem Lip Liner und das ist ein wunderschöner Rotton. Hier muss ich aber feststellen, dass ich finde, dass die Umverpackung sich nicht so wertig anfühlt wie die dekorative Kosmetik von Douglas. Hier ist es zum Beispiel schief aufgeklebt. Es fühlt sich doch relativ locker an, ne? Aber gut, das muss jeder dann für sich selber entscheiden. Finde ich auf jeden Fall sehr süß, dass wir hier auch einen Lip Liner drin haben. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir dann auch einen dazu passenden Lippenstift hier drin finden. Da gehe ich ganz stark von aus. Theoretisch kannst du auch das Lippenöl nehmen, ne? Nachdem wir am 11. Dezember das wohl größte Türchen aufgemacht haben, ist der 13. das wohl kleinste. Hier haben wir mit 1,4 Gramm drin enthalten ein Lidschatten ist das. Oh, da sind halt super grobe Glitzerpigmente mit drin. Da ist die Frage, inwiefern man das so auf den Augen haben kann, ne? Finde ich aber sehr, 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 sehr hübsch und auch passend für die Weihnachtszeit. Das ist cool. Die scheinen auf eine Lidschattenpalette zu verzichten und dafür halt den flüssigen Lidschatten reinzupacken und halt den Lidschattenstift, ne? Ja, okay, vielleicht kommt da aber trotzdem noch ein bisschen mehr. Würde ich mich trotzdem freuen. Am 14. Dezember haben wir ein Lippenpeeling hier drin enthalten. Oh, ja. Also, ich sag mal so, in der Normalwelt braucht man sowas nicht, finde ich. Aber wenn man jetzt so Richtung Weihnachten denkt, Richtung kalte Jahreszeit, Winter, ne? Dann hat man doch vielleicht manchmal etwas rissige Lippen. Dann kann man sowas doch wohl mal gebrauchen. Ich verwende das auch ganz gerne, wenn ich jetzt so wie heute einen relativ krassen Lippenstift drauf habe und der halt nicht gut abgeschminkt werden kann. Dann gehe ich dann nochmal mit dem Lippenpeeling hinterher, ne? Aber normalerweise braucht man das jetzt nicht zwingend, finde ich persönlich. 4,2 Gramm sind hier drin enthalten. Sehr umständlich, das Ganze hier immer auf und zu klappen. Tut mir leid. Oh, süß. Am 15. Dezember dürfen wir baden gehen mit einem Barsfizzer. Hier sind 30 Gramm. Das ist ein Teddybär und der hat Goldschimmer drauf. Der ist mir schon sympathisch. Riecht süß. Sieht süß aus und riecht süß, ja. Und der bleibt stehen. Was ist das denn? Am 16. Dezember haben wir hier so einen ganz merkwürdigen Kabuki drin. Ich glaube, der soll zum Konturieren genommen werden, oder? Hätte ich jetzt gedacht. Oh, der ist sehr, sehr hart. Damit, also Foundation kannst du damit nicht auftragen. Wenn, dann ist das wirklich einer zum Konturieren. Und ich meine, ich finde solche Pinsel toll. Ich fasse die auch gerne an und so, weil die sich halt auch so total flauschig anfühlen. Als Ding dabei ist aber immer, ich kriege die nicht sauber. Also in der Beschreibung steht, dass man das sowohl für Foundation als auch für Puder verwenden kann. Ich nicht. Nee, das wäre mir zu viel Deckkraft, glaube ich. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember und hier ist eine Handcreme drin enthalten. Finde ich total praktisch. Hydrating Handcreme. Und das ist auch wieder, nee, das ist mit, Kirschblütenduft. Das ist schön. 30 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Ich finde es schön, dass wir bei manchen Produkten hier auch diese Umverpackung nochmal aufgegriffen haben. Das ist hübsch. Ach was, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Leute, ich habe hier eine Palette drin. Das ist eine Bronzer- und Highlighter-Palette und beide Töne könnten mir passen. Das ist ja abgefahren. 3,7 Gramm sind hier drin enthalten. Es ist im Prinzip, ja, Bronzer und Highlighter-Duo. Wow!
zieht euch das mal rein. Die Leute, die halt wirklich vom Teint her etwas dunkler sind als ich, finden das mit dem Bronzer, glaube ich, nicht ganz so witzig. Den Highlighter, kommt drauf an, was der für einen Unterton hat, ne? Kann man dann vielleicht auch so tragen. Für mich wäre es auf jeden Fall passend, wenn ich das richtig sehe. Der Highlighter, ich glaube auch. Am 19. Dezember haben wir hier einen Pinsel drin enthalten, den ich genauso sehr gut verwenden kann. Der sieht ja crazy aus. Und zwar schaut der so aus. Wir haben hier auf dieser Seite so eine Blending-Seite und der fühlt sich richtig gut an übrigens. Und das hier müsst ihr euch mal richtig genau angucken. Das ist nicht einfach nur so ein flacher Pinsel. Guck mal, das ist hier auch so noch so zusätzlich abgeschrägt, ne? Richtig crazy. Richtig crazy. Soll vielleicht ein Lippenpinsel sein. Ich würde den aber trotzdem auch verwenden, wenn ich mir so Glitterglue auftrage oder so. Wow. Am 20. Dezember, herzlich willkommen im 20er Bereich, haben wir irgendwas in Pflaume hier drin. Und zwar ein Eyeliner mit 0,5 Millilitern. Bist du wirklich ein pflaumefarbener Eyeliner? Dann bist du aber ein abgefahrenes Moped-Mensch. Das ist ja mal richtig krass. Tatsache, der ist Pflaume. Nee, das sieht mir zu sehr nach entzündeten Augen aus. Das mag ich nicht ganz so gerne bei mir. Hat aber eine Kugel zum Schütteln drin. Das ist echt cool. Am 21. Dezember haben wir ein Face Mist hier drin. Oh, der Deckel ist stecken geblieben. Und zwar mit dem Duft nach Rose. Das ist ja auch mal crazy. Rose Freshness Face Mist. Erfrischendes Gesichtsspray. 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Und das wird vielleicht wie so eine Art Toner oder so sein. Ne? Würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt als Fixing Spray sehen, wobei auch das wahrscheinlich möglich ist. Ne? Geil. Am 22. Dezember haben wir etwas drin enthalten, was ich persönlich gar nicht gerne mag. Das ist ein Mascara Top Coat. Nee, 8,1 Gramm, das ist so viel. Oh mein Gott, das ist eine Originalgröße quasi. Ne? Ja, sowas kann man sich zum Beispiel so in die Spitzen reinmachen oder an den unteren Wimpernkranz. Bin ich persönlich nicht ganz so Fan von, muss ich gestehen. Der 23. Dezember, ein Tag vor Heiligabend, hält für uns mit 2,7 Millilitern ein Lippenstift bereit. Oh, ist das der passende Lippenstift zu unserem Lip Liner? Da müsste das ja wirklich so ein richtig krasses Rot sein. Schauen wir uns mal an. Nee, also ja, den kannst du dazu sicherlich auch tragen, aber der ist ein bisschen in die bräunliche Richtung auch noch mit bei. Schön, das mag ich gerne leiden. So edel dann, ne? So, Heiligabend. Gucken wir mal, was der 24. Dezember für uns bereithält. Da hätte ich nicht mit gerechnet. Tatsächlich ein Quattro, eine Lidschattenpalette, 3 Schimmertöne und der andere ist auch ein Schimmerton, aber kein Puderlidschatten, sondern ein Cream Eyeshadow. Das sieht man hier. Das ist ja mal crazy. Ich persönlich mag ja am liebsten, wenn man halt auch matte Töne mit dabei hat, aber die hättest du ja theoretisch durch den Bronzer auch. Ne? Den kann man ja hiermit kombinieren. Das ist schon cool. 3,8 Gramm sind hier drin. Das ist ein richtig cooler Inhalt schon mal von dem Adventskalender. Also wenn ich mir das auch hier so angucke, wir haben hier quasi ein Fullface bekommen. Ich finde es, also Foundation und Concealer hätte ich hier natürlich auch nicht erwartet, ne? Aber dass das so krass wird, hätte ich nicht gedacht. Viele von euch hatten den ja auch geschickt, ne? Also den Link dazu, dass man sich den mal angucken sollte. Und ich habe immer gedacht, das interessiert euch vielleicht nicht so, aber dann hat es halt uns interessiert. Und dann haben Nicole und ich den halt bestellt. Und mal gucken, wie ihr den so findet. Also man kann den halt easy bestellen. Das ist unten in der Infobox verlinkt, ne? Kommt auch super schnell an. Also den hier, den mag ich schon mal leiden, den 24-Kläppchen-Adventskalender. Und jetzt ist halt die Frage aller Fragen. Hat Marionneau das richtig gemacht, dass die jetzt quasi daran anschließen, dass man den sich auch wirklich für 19,99 € zusätzlich bestellen kann? Oder sind da die gleichen Produkte drin enthalten, wie auch in dem 24-Tage-Ding? Das gucken wir mal. Er sieht optisch auf jeden Fall auch schon sehr dem Ganzen angelehnt aus. Und dann starten wir mit dem 25. Dezember, würde ich sagen, wenn ich ihn denn finde. Da. Oh, jein. Also es ist ein Blush, aber es ist ein Creme-Blush. Das finde ich jetzt irgendwie schon wieder cool, ne? Das ist auch eine relativ dunkle Farbe, aber ich mag die Farbe leiden. Das ist hübsch. Kann man auf jeden Fall machen. Wir haben hier 2,3 Gramm drin enthalten. Die beiden in Kombi kannst du sicher auch ganz toll so tragen, ne? Ich glaube, das wird was. Schön. Okay, dann machen wir mal weiter mit dem 26. Dezember. Das ist so richtig glittery-flittery hier bei dem Adventskalender. Da haben wir nämlich drin enthalten einen Lipgloss. Hier steht halt keine Farbbezeichnung drauf. Das ist ein bisschen schade. Aber es sind 1,5 Milliliter und das ist so ein... Kein Hexagon, sondern ein Oktagon dann, glaube ich, ne? Oder doch andersrum. Keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall 6 Ecken. So, und hier haben wir so einen Braunton mit ganz, ganz viel Schimmer. Das muss man mögen, ne? Das ist schon speziell, kann man aber sicherlich auch super in Kombination mit dem Lippenstift verwenden, weil der ja auch so ein bisschen in dieses Rotbräunliche gegangen ist. Das ist echt geil. Was ist das für ein schöner Adventskalender hier, Leute? Hm? Das finde ich ja richtig toll. Das muss man sich mal angucken. Oh,
Wir haben hier am 27. Dezember etwas für die Dusche mit 30 Millilitern. Ein Duschöl. Das ist auch was anderes als das, was wir vorher drin hatten, ne? Mit Kirschblütenduft ist das Ganze und ein Duschöl ist halt auch ein bisschen reichhaltiger. Gerade in der Winterzeit super gut geeignet, muss ich sagen. Das gefällt mir. Oh, zum 28. Dezember haben wir etwas sehr gut Eingepacktes hier, was nicht raus will. So, das ist ein Kabuki. Die haben es auch mit Kabukis, ne? Ist das so ein französisches Ding? Das weiß ich jetzt nicht. Oder ist das so ein Ding, was einfach Marionneau ganz gerne hierzu hier so reingibt? Das weiß ich wirklich nicht. Fühlt sich toll an. Auch hier wieder die Sache, ist schwer zu reinigen, ne? Aber damit kann man wirklich toll seine Foundation auftragen und verteilen. Am 29. Dezember haben wir hier von Marionneau einen Creme-Lidschatten drin enthalten. Und das ist ein wirklich sehr schöner Bronzeton, der auch gut zu den Lidschatten passt, die wir schon haben, sei es Cream-Lidschatten oder auch zu den pudrigen Lidschatten. Und hier haben wir 3,9 Gramm drin enthalten. Auch das ist ein Produkt, was ich echt spannend finde. Das kann man auch mit dem Pinsel aus dem anderen Adventskalender gut auftragen. Am 30. Dezember gibt es dann einfach mal ein Füllprodukt, ein Scrunchie. Ist aber wunderschön, auch in diesem ja, Weinrotton wie der ganze Adventskalender. Das mag ich auf jeden Fall gerne leiden. Das passt, ist stimmig, ne? Und zu Silvester kriegen wir was ganz Abgefahrenes, was mich irgendwie auch an eine Limited Edition von Essence, glaube ich, erinnert. Das ist ein Highlighter-Stick. Das ist wirklich abgefahren. Das ist nämlich so ein Hubbel. Und sowas hatten wir, glaube ich, letztens mal irgendwann bei Essence. Da sind 8,3 Gramm drin. Das ist super viel. Super viel. Der scheint aus Cream zu sein. Ja, das ist ein Creme-Highlighter. Wow. Der könnte ein bisschen zu dunkel für mich sein, aber ich finde es sehr, sehr schön, dass es drin ist, weil das sieht so hübsch aus, ne? Also auch dieser Ergänzungskalender ist meiner Meinung nach super schnell vorbei, aber auch super schön. Also kann man sich auf jeden Fall angucken und wenn man sagt, Mensch, das war so schön, ich möchte noch weitermachen, dann holt man sich den und dann hat man alle beide und hat dann wirklich den kompletten Dezember durch, ein Kläppchen zu öffnen, was ich echt schön finde. Sowas Cooles hätte ich mir auch wirklich mal gewünscht, dass Sephora sowas rausbringt oder halt auch Douglas. Das wäre richtig, richtig abgefahren, ne? Ich meine, vor allem für den Preis, ist richtig geil. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Für dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.